vorweg. Also ich war so, war 18 Jahre lang bei Cisco, dem bösen Großen, und 12 Jahre lang davon in US und habe da die meiste Zeit für AT&T gearbeitet oder für das AT&T-Netzwerk gearbeitet und wir haben so diesen Global Core Rollout gemacht und habe da tollen Einblick bekommen in wie große Netzwerke funktionieren und durfte da mitarbeiten. Und ein paar Jahre habe ich für unseren CTO gearbeitet und wir haben so eine schnelle Eingreiftruppe gemacht, wo wir versucht haben, Probleme zu lösen, die aus dem klassischen Cisco-Portfolio nicht so richtig lösbar waren, wo wir keine Lösung gehabt haben. Und für das haben wir eigentlich immer mehr Open Source verwendet. Und ist dann eigentlich mein Berührungspunkt mit Open Source so richtig entstanden. Wir haben dann so ein Projekt zusammen mit einigen anderen, aber hauptsächlich die Leute, haben so ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt OpenDaylight. Das war so ein Netzwerk-Controller und gibt es immer noch, mit dem arbeiten wir auch heute. Und dann war da gerade so diese Grundentstehungszeit dieser Linux Foundation, über die spreche ich auch ein bisschen, was es damit auf sich hat und wie das zusammengekommen ist. Ja, und da habe ich dann einige Jahre mit in dem Bereich gearbeitet und habe ziemlich viel mit einer Entwicklergruppe aus Bratislava zu tun gehabt. Die sitzen 100 Leute, extrem gute Coder, Entwickler und das waren halt unsere Contractor, mit denen wir gearbeitet haben. Und dann habe ich Cisco 2016 verlassen und dann haben wir uns irgendwie wieder zusammengefunden in einem neuen Setup und haben beschlossen, jetzt machen wir selber was und haben Brinks gegründet. Das heißt, wir sind jetzt ein Mix aus, momentan sind wir 16 Leute, sind ein Mix aus fast ausschließlich Entwickler und ein paar, so wie mich, eingesprenkelte Netzwerkmenschen. Und zusammen bieten wir eben Lösungen an zur Netzwerkautomatisierung im Open Source Bereich. Das ist so die Genesis, was wir treiben. Das sind wir so nicht ganz vollständig, aber so die meisten von uns bei so einem Event in Bratislava, das wir gemacht haben. Ist wunderbar. Wir haben 2016 gegründet und sind wir halt 3 Wochen haben wir so ein Mini-Office in US aufgesperrt und haben jetzt unseren ersten US-Employee, Student, aber wir beginnen bescheiden, aber macht total Spaß und ist ganz toll. Hey, ich wollte euch ein bisschen was erzählen über meine Erfahrungen mit Open-Source-Modellen, Business-Modellen, die funktionieren und die nicht so funktionieren. Das ist keine fixen Weisheiten, die ich da vertrete. Meine Beobachtungen. Wenn Sie andere Beobachtungen habt, würde mich freuen, das zu hören. Was generell gut funktioniert, wenn du da eine kleine Gruppe oder eine Person hast, die die Software mit einer großen Gruppe von ähnlich gepolten Menschen teilt. So, nicht unbedingt, also nicht im Corporate-Umfeld, sondern das ist ein Entwickler, der macht was Cooles, andere Leute können das verwenden. Manchmal ist es gratis, free Software, manchmal ist es Donation. Aber das ist ein Modell, das durchaus funktioniert. Meistens haben die Entwickler andere Sources of Income, sind nicht unbedingt davon abhängig. Es ist so die Bandbreite. Es funktioniert ganz gut. Ein Modell, das auch super funktioniert, ist Netflix hat ein neues Toolchain, irgendeine Build-Pipeline-Toolchain. Und teilen das. Oder irgendeine neue Video-Encoder-Geschichten, die sie teilen. Netflix ist übrigens super im Open-Source-Sharing. Die haben super interessante Projekte. Also muss man schauen auf deren Open-Source-Pages, die sind sehr cool. Die teilen das mit anderen Corporates meistens, die können das verwenden. Das löst das Problem für Netflix selber. Das heißt, sie müssen es eh machen und sie sharen es, damit andere daran teilhaben können. Da gibt es einen klaren Value-Transfer, da gibt es ein gewisses Maß von Reciprocity, weil Gegenseitigkeit, weil, ich sollte dich fragen, anybody speaking English? Is anybody an English speaker? Okay, weil ursprünglich wollte man es auf Englisch halten, aber das glaube ich, das macht keinen Sinn. Und ja, also da gibt es irgendwie eine gewisse Gegenseitigkeit und was Netflix für sich braucht, braucht wer andere und was die Leute brauchen, kann man wieder brauchen, also das ist irgendwie austauschbar. Das macht auch Sinn. Da gibt es aber Setups, wo kleine
kleine Companies oder einzelne was herstellen und dann sehr große irgendwie davon unglaublichen Wertschöpfung generieren. Und ich meine, das Standardbeispiel dafür ist Linux selber, wo zu irgendeinem Punkt, das dann zwar nicht mehr sustainable, mehr und mehr riesige Companies sind einfach nur ein Bild von Linux und das war kein wirkliches sustainable Modell da, um den Linux zu zahlen und die vielen anderen, die da auch mitarbeiten oder das Core-Team, das da auch mitarbeitet. Gibt es auch in anderen Bereichen, da war vor einigen Jahren, hat es einen Bug gegeben in der OpenSSL-Library und man hat danach geforscht, wer sind die Maintainer. Es war wirklich ein böser Bug, ich kann mich erinnern, damals mit der AT&T auf War Room und alles mögliche. Sind wir darauf gekommen, es sind zwei Maintainer, die sind beide wohnen bei ihren Eltern, weil sie ihr Ding machen, was cool ist, aber im Endeffekt die größten Netzwerke der Welt waren dependent, komplett unsustainable Setup. Und das hat den Leuten dann ein bisschen den Schrecken eingejagt. Und aus dem wirklich heraus ist dann was entstanden, was ihr viele von euch wahrscheinlich kennt, das ist die Linux Foundation. Kann man Show Hands machen, die Linux Foundation? Okay, die meisten kennen sie. Die Linux Foundation sind die mehr oder weniger, die den Linux oder so und den anderen Leuten zahlen. Und das ist von vielen 800 Corporate Sponsors sind da im Endeffekt dabei und finanzieren das. Linux Foundation geht weit über Linux hinaus heute. Beispiele dafür sind Automotive Linux, ist eine eigene Gruppe. Alles, was im Automobilbereich verwendet wird in Sachen Embedded Systems. Dann gibt es eine riesige Abteilung dort für Linux Networking, Linux Foundation Networking. Das ist riesig, das sind ein Haufen Projekte, die da zusammengefasst sind. Die Projekte, an denen wir arbeiten, OpenDaylight und FastData.io, sind da auch drinnen. Und dann gibt es, Zen ist drinnen, Hyperledger, alles braucht irgendwo an Blockchain-Bezug natürlich. Und dann natürlich Linux selber. Ja, und so sind wir kleine Company, da Frinks ermöglicht es uns, in dem größeren Ökosystem teilzuhaben. Und wie wir das machen, ist, wir ingesten sozusagen den Open Source Code, der da ist, den die Linux Foundation maintained, dieses Open Daylight Projekt. Wir an gewissen Stellen, wir geben auch wieder zurück zur Linux Foundation. Wir sind, einer von unseren Leuten ist PTL dort, der hilft halt, das ganze Ding am Laufen zu halten in einem gewissen Subbereich. Wir sponsern die auch bei sich Messen und Events, sind wir halt dort und so weiter. Und das ermöglicht uns, der unglaublich wertvoll ist, wenn man das zusammenrechnet, sind das, ich glaube, 200 Millionen Dollar sind da reingegangen seit Ursprung von diesem Projekt. Und das rechnet in Arbeitsstunden. Das ist natürlich fantastisch, wenn wir da einfach mit Nullskosten als Startup drauf aufsetzen können. Ja, und da haben wir so ein Modell, wo wir dann das Ding supporten, irgendwie ein Red Hat Modell und dann haben wir noch Zusatzanwendungen drauf und die können auch über das Subscription Modell bezogen werden. Ja. Okay. Nächster Punkt ist OpenConfig. Können wir Show Hands machen? OpenConfig, hat das schon jemand gehört? War das schon Thema? Okay. Das Hauptproblem, wenn man Netzwerke automatisiert, ist, dass jedes Device eine andere Schnittstelle hat. Jedes Device hat ein anderes API, wenn es überhaupt eine API hat. Alte Geräte haben, da ist die API CLI. Also jeder Vendor, jeder Hersteller baut seine Kisteln virtuell oder physikalisch und die haben ihre eigene Logik, wie Datenstrukturen aufgebaut sind, wie ein Interface konfiguriert wird, wie eine IP-Adresse zu einem Interface zugewiesen wird. Das ist komplett unterschiedlich oder annoyingly kleine Unterschiede, auch so, dass man es nicht einfach automatisieren kann. Was OpenConfig versucht, das ist getrieben von Google und Facebook, BT, AT&T, ein Haufen anderer großer Companies, die versucht haben, an gemeinsamen Device-Abstraktionsstandard
zu erschaffen. Und das ist denen eigentlich sehr gut gelungen über die letzten paar Jahre. Die setzen auf einer Datenmodellierungssprache, die heißt Young. Und innerhalb dieser Modellierungssprache werden die eigenen diese Device-Modelle gebaut für verschiedene Dinge. Also gibt es ein Device-Modell für Interface, IP-Adressen von also Layer 3 Part von einem Interface, Layer 2 Part von einem Interface und so weiter. Und da habe ich mir das Slide gestohlen vom Anis. Der ist der Network Operations Manager von Google oder Director. Und er ist da einer der Haupttreiber dahinter. Und ja, die arbeiten halt mit der Industrie zusammen, um diesen Standard da weit durchzusetzen. Und ein Beispiel, ein typisches Beispiel, was man macht, wozu man das braucht, ist, man will zum Beispiel beim Netzwerk gibt es zum Beispiel Peering Links. Da hat man so viele Router. Zwar Router sind auf der Edge oder Grenze von deinem Autonomous System und die connecten zu anderen Autonomous Systems. Und irgendwo willst die von einem Peering Link freischaufeln und entweder alles rüberschaffen auf einen anderen, zu einem anderen Peer oder an Peer drainen und einfach zu einem anderen Router. Es gibt so Dinge, die man da macht, um Maintenance zu betreiben. Das ist irrsinnig kompliziert, wenn man das mit CLI macht. Man muss mehrere Geräte konfigurieren, man muss das hin rein konfigurieren, wieder zurück konfigurieren, große Fehlerquelle. Und wie übrigens die größte Fehlerquelle bei der ganzen Netzwerkerei ist die manuelle Konfiguration. Bei weitem. Also die Herstellerbugs sind mini im Vergleich zu dem, was einfach die Operator, die Bugs, die die Operator machen durch Konfiguration. Und anstelle, dass ich da jetzt auch hochqualifizierte Leute, für jede Kiste gibt es eine hochqualifizierte Mannschaft, dass ich die darauf loslaufe mit der CLI, möchte ich gerne eine Beschreibung haben, was ich machen will, auf einer höheren Abstraktionsebene, wie zum Beispiel Drain Peering Link, und möchte es dann übersetzen in Intent API oder Service API, wie wir es nennen, und dann wird es runter übersetzt in ein Device API. Weil du willst vielleicht was machen auf diesem Service API Level, hast wahrscheinlich, was weiß ich, drei Geräte sind damit im Spiel und dann musst du es runterbrechen auf eine Device API und sagst, okay, dann musst du der Kiste gehen und musst diese drei Befehle eintippen oder dann zu der Kiste und dieses API den REST Call machen. Und wenn du alle drei hast die Transaktion erledigt und dann ist das Ding fertig. Google verwendet gRPC oder GNMI, nennen die das jetzt. Wir verwenden sowas Ähnliches, das heißt NetConf, gleiche Daten über unterschiedliches Transportprotokoll. Ja, dann möchte ich auch ein bisschen erzählen über so, wie machen wir, was für Kunden werken wir so zusammen oder welche Probleme lösen wir mit denen. Unser größter Kunde ist Softbank. Das ist ein nicht schlechter Name für einen Telekommunikationsbetreiber. Der Telco in Japan. Und da gibt es diesen recht bekannten VC-Fund, da gibt es Softbank, das sind die das Geld irgendwie austeilen. Die Arm haben es gerade gekauft vor kurzer Zeit, Uber haben sie sich beteiligt oder mehreren von diesen. Also da gibt es den VC-Arm, mit dem haben wir nichts zu tun. Aber dann gibt es den Telco-Arm von Softbank, das sind die Mobilfunkbetreiber und Datenbetreiber in Japan sind. Die kommen ursprünglich, die Assets von der Railway, diesen Japan Railways, die Fiberstrecken gelegt haben und da kommen die, das sind dann zusammengegangen mit dem Mobilfunkbetreiber Software. Ja, mit denen haben wir das große Glück gehabt, schon gleich recht kurz nachdem wir entstanden sind, da ein Projekt zu machen und wir haben sozusagen Distributionssupport für die angeboten und die haben ihre eigene Applikation gehabt, mit denen sie ihr Netzwerk konfiguriert haben. Und die haben für eine OpenDaylight, die haben jemanden gesucht, der OpenDaylight supportet, sodass sie ihre Applikation da laufen lassen können. Also dass sie sich nur auf ihre Applikation konzentrieren müssen und nicht über den Rest von OpenDaylight, weil es echt komplexe Geschichte. Und wir haben das gewonnen. Übrigens, der Grund, wie wir es gewonnen haben, vielleicht interessant ist, wir waren die Letztgereitesten, mehr oder weniger, weil niemand hat uns gekannt. Wir haben keinen Referenzkunden gehabt, wir haben überhaupt nichts gehabt. Und wir haben,
Wir haben gebeten darum, dass die uns einen Source Code geben und wir analysieren den und geben den Feedback von ihrer Applikation. Das haben wir gemacht und innerhalb von 3 Tagen haben wir die 5 wichtigsten Punkte zusammengeschrieben, die uns ins Auge gestochen sind von dem, was wir gesehen haben in dem Source Code. Und die haben gesagt, das ist genau das, womit wir kämpfen, und haben irgendwie darauf basierend die Entscheidung getroffen, dass wir genug Ahnung haben, um sie da zu unterstützen. Und haben den riesen Wagnis gemacht, da irgendwie eine Firma in Bratislava, die keiner kennt, dafür ein recht großes Projekt einzuspannen. Und basierend auf dem waren wir dann in der Lage, genug Vertrauen zu schaffen, um das Core-Automatisierungsprojekt von Softbank zu bekommen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und jetzt sprechen wir über die nächste Franchise. Also offensichtlich haben wir die Erwartungen erfüllt. Und wir sind natürlich super happy über den Kunden. Aber wollte ich nur, also man muss nicht unbedingt irgendwelche tollen Marketing-Spomponaden machen oder irgendwelche anderen gewagten Dinge. Es war einfach, wir haben eine Gruppe von wirklich guten Codern, die das analysieren konnten und das zusammenfassen konnten, und das hat im Endeffekt die Entscheidung getroffen. Wir haben keine Executives dort gekannt, außer halt ein paar Leute auf technischer Ebene. Okay. Ja, im Endeffekt, was die Applikation gemacht hat, ist Layer 2, Layer 3 konfigurieren auf Boxen. Das haben wir hingekriegt, und da haben wir so gewisse Teile in OpenDaylight Performance Improved und Multithreading und alle möglichen Performance Improvements eingeführt direkt damit. Und das ist halt diese unsere Core-Expertise, die wir dort anbieten konnten. Basierend auf dem, was wir dort gelernt haben, haben wir dann selber so ein Framework geschaffen, das viele der Funktionalitäten, die vorher sie selber geschrieben haben, dann in unser Framework aufgenommen hat. Wir nennen das Uniconfig, und das erlaubt sozusagen, das ist ein Framework, das den ganzen Bereich von Intent API bis hin zur Konfiguration der Geräte abbildet. Zeige ich euch dann mehr drüber, wie das funktioniert oder wie die Layer da sind. Aber das war eigentlich die Ausgangsbasis. Wir haben das bei einem praktischen Beispiel gelernt, was der Kunde machen will, was das Resultat ist, das der haben will, und dahingehend haben wir dann unsere Applikation geschrieben. Da haben wir noch so ein paar andere Geschichten gemacht für größere Kunden, aber dann auch noch vielleicht ganz interessant, so eine Closed-Loop-Automatisierung. Sind alle sehr begeistert im Netzwerkbereich von so Closed-Loop-Automation, ein bisschen Schlagwort, aber wir haben das dann tatsächlich gemacht. Einfach so im Mobilfunkbereich gibt es die letzte Meile, ist oft mit Point-to-Point-Wireless realisiert. Und diese Kisteln sind eigentlich relativ primitiv, aber die haben auch alle möglichen unterschiedlichen Konfigurationsschnittstellen gehabt. Und wo wir da geholfen haben, ist, haben die in diesem Projekt einen Mediator gebaut, der hat dann ein NetConf-Interface mit einem gleichen Datenmodell angeboten, und wir haben dann auf dieses NetConf-Modell aufgesetzt und so Parameter wie Daten-Throughput über einen gewissen Zeitraum uns angeschaut, und dann alle 15 Minuten haben wir basierend auf einem Algorithmus von ZTE haben wir dann irgendwie die Transmit-Power reguliert. Das war irgendwie die Idee, dass man basierend auf dem echten Durchsatz dann Transmit-Power kontrollieren kann. Oder Modulation und Power, weiß nicht mehr genau, was da alles drinnen war, aber das war die Applikation. Und das haben wir mit unseren OpenDaylight dort vorgestellt. Die Leute, die daran interessiert waren, waren AT&T, Telefonica und Deutsche Telekom. Ja. Okay, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über Ding, was eigentlich unser Produkt oder was wir eigentlich machen, wie das funktioniert, und über die Technologie dahinter, wie wir das implementiert haben. Wir sind in einem Ökosystem von vielen verschiedenen Tools, mit denen man Netzwerke konfiguriert oder mit denen man mit dem Netzwerk interagiert. Dinge wie Ansible sind super bekannt, SoundStack, gibt es so ein Tool Node-RED, das zeige ich euch dann nachher. Das ist so, kennt ihr Node-RED? Ja, Node-RED ist super. Ich habe das kennengelernt durch AT&T, weil die verwenden das nämlich in ihrem OMAP
Environment. Und das ist ein wirklich cooles, einfaches Ding. Ja, was wir da drunter aufgebaut haben, ist, wir haben eine REST-Stelle. Was wir sein wollen, ist a clean, well-defined REST API ins Netzwerk. Und das haben wir da implementiert. Wir haben das sowohl als Service-Modul-Ebene, wo wir das als Service-Schnittstelle anbieten können, als auch eine Device-Schnittstelle, wo wir direkt die Device konfigurieren, also die Kisteln konfigurieren können. In unserer Distribution von OpenDaylight verwenden wir jede Menge Dinge, die OpenDaylight bietet, so wie das Clustering-Support. Die verwenden Akka und Raft. Philipp hat zuerst gesprochen über Quorum-basierende Algorithmen. Raft ist die Implementierung, die wir da verwenden, auf Akka drauf. Ist übrigens, wie immer, ich glaube, es geht ja wahrscheinlich jedem so, also alles gut bis zu dem Zeitpunkt, wo man große Cluster baut. Bis zu dem Zeitpunkt funktioniert alles gut. Funktionalität ist ein Ding, aber das ganze Ding in einem Cluster zu betreiben, ist ein komplett anderes Ding. Das ist die größte Source von Pain in normalerweise. Das habe ich aus meiner Zeit von AT&T, wo man die Dinge dann, also es hat alles gut funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwie High Availability eingeführt haben, dann haben waren die Dinge nicht mehr available. Vielleicht ein kurzer Kommentar dazu. Die Telco-Industrie hat halt diese Vorstellung von so großen High-Available Clustern, nicht? Die sind das gewohnt, weil die haben irgendwie ihre Switches gehabt und die Leute sind teilweise immer noch around und die Ericssons und dieser Welt, die haben ganz tolle Systeme gebaut, Erlang und all diesen Sprachen, die wirklich highly available waren und im Cluster verfügbar waren. Der Aufwand, der dazu betrieben werden muss, ist nicht unwesentlich. Es geht auf Kosten der Performance, auf Kosten der Skalierbarkeit und so weiter. Und natürlich die Cloud-Leute, die sind alle auf, was weiß ich, Stateless-Systeme möglichst verteilt und die Daten irgendwo in NoSQL abgelegt oder in vielen verschiedenen Datenbanken, optimierten Datenbanken abgelegt. Das ist genau das Gegenteil davon. Wir versuchen zu beiden zu catern mit dem. Wir haben eine Cluster-Lösung, weil unsere klassischen Kunden sind aus dem Telco-Bereich. Die wollen irgendwo ein High-Available-Cluster sehen. Und wir bieten auch so eine abgespeckte Lösung an, wo wir da einige Dinge aus OpenDaylight rauslassen und eigentlich nur so eine Agent-Struktur haben, wo dieses Zeug drauf läuft. Ja. Okay. So vielleicht von oben rum. Wir haben so Service-Module, ich sollte auch dazu sagen, wir verwenden Java. Wir sind der Java. Sehr schlimm. Ich habe zuerst mit Philipp gescherzt, der von Linbit, der die verwenden auch Java, ich wollte es nur sagen. Und wir haben gescherzt, man darf es gar nicht mehr sagen, dass man Java verwendet, aber Tatsache ist, es ist die einzige Sprache, wo es wirklich Entwickler gibt, die gut sind und Erfahrung haben und die am Markt vorhanden sind und es funktioniert. Die Toolset ist super. Wir verwenden jetzt auch Kotlin. Kotlin ist so eine Variante von Java, darf man nicht sagen. Kotlin ist eine eigene Sprache, die viel weniger verbose ist als Java, noch einige Vorteile hat. Dazu habe ich einen LinkedIn-Artikel geschrieben. Kannst gerne mitdiskutieren, ob das stimmt alles. Aber in unseren Augen ist das eine super Alternative. Verwende die ganze JVM-Server, verwende die ganze Toolchain, ist 100% kompatibel und ist echt gut. Und für jüngere Leute, die kommen, ist Java a little bit stuffy und das ist eine gute Alternative. Und Android hat es just approved als neue Sprache für, oder Google hat es approved als neue Sprache für Android Development. So. Und es ist von den Leuten von JetBrains, kennst du die? Die IDE, JetBrain. JetBrains IDE. Alright. Okay, also wir haben SGI aufgebaut, sind so eigene Module wir haben da oben haben so Service-Module geschrieben für Layer 3 Services. Das basiert so auf einem IETF-Standard, Layer 3 VPNs, gibt es ein eigenes Datenmodell, das wird in der IETF standardisiert, Taskforce und haben so ein Layer 2 VPN-Modul. Gebe ich ein Beispiel, wenn man Metro Ethernet-Betreiber ist,
Beispiel, mal die Wien-Energie, und hat er ein Netzwerk, dann macht sowas einen Sinn. Dann braucht man sowas, um seine paar hundert Kisteln zu konfigurieren, dass man da nicht mit der Hand hingehen muss und das per Hand einsetzen muss. Oder Softbank oder AT&T oder für alle großen Betreiber, die mehr als eine Handvoll Kisteln haben, die brauchen irgendwo einen automatisierten Prozess, um die Konfigurationen rein und raus zu kriegen und zu ändern. Okay, da haben wir diese Service-Module und dann haben wir diesen OpenConfig-Layer. Das ist, was von Google getrieben ist und vielen anderen. Das ist dieser Device-Abstraktions-Layer. Und da übersetzen wir von einem Service, da haben wir halt die Information, wo muss der Service überall konfiguriert werden, was für Sprachen, also was für Devices muss ich da alle aufreihen für die Transaktion, und dann wird es in OpenConfig reingefüllt und wird die Transaktion ausgeführt. Wir verwenden auch die Data Stores von OpenDaylight. Da gibt es einen Konfigurations-Data Store und einen Operational Data Store. Operational Data Store reflektiert die momentane Konfiguration der Devices, und der Config Data Store reflektiert die Intended Konfiguration der Devices. Das heißt, wenn ich will, dass die eine gewisse Konfiguration annehmen, schicke ich das in den Config Data Store, dann kann ich ja Diff bilden zwischen dem und dem Operational Data Store, und den Diff kann ich dann einfach mit einer Atomic Transaction runterschicken. Ich brauche nicht die ganze Konfiguration wieder reinschicken, sondern ich weiß genau, was sie verändert hat, und kann das dann umsetzen auf die jeweilige Sprache des Devices. Was wir dann auch einbaut haben, ist Transactionalität. Bin mir nicht sicher, ob das ein Wort ist, aber Transactionality, wo ich im Endeffekt, wenn ich mehrere Devices konfigurieren muss, und der Service funktioniert nur, wenn alle Devices konfiguriert sind, brauche ich eine Transaktion. Wenn die irgendwo in der Mitte abbricht, muss ich aber wieder ein Rollback machen können. Und all das haben wir implementiert. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Kisteln konfigurieren und die dritte Kiste ist entweder nicht ansprechbar oder aus irgendeinem Grund schlägt die Konfiguration fehl, dann wissen wir, aha, okay, ich muss Kiste 1 und Kiste 2 wieder zurückrollen und in den Ursprungszustand versetzen. Wenn ich das nicht mache, lande ich in der Netzwerkhölle, weil dann ist das Netzwerk halb konfiguriert und das passt alles nicht mehr wirklich zusammen. Das sind übrigens sehr reale Probleme, die große Betreiber, mit denen die zu kämpfen haben. Das, also sozusagen Configuration State maintainen, und da ist der Unterschied zu Ansible. Wir arbeiten übrigens mit Ansible zusammen. Wir haben so ein Netzwerkmodul für Ansible geschrieben. Das heißt, du kannst Ansible verwenden, um uns was reinzuschicken in den Intent Data Store. Der Unterschied ist, wir haben erstens ein gleiches Datenmodell, ein gleichförmiges Datenmodell für alle Kisten. Dann haben wir diese Netzwerktransaktionalität, und dann haben wir den momentanen Zustand des Netzwerks in unserem Data Store. Wir wissen genau, was momentan im Netzwerk ist. Ansible weiß das nicht, schickt einfach einen Befehl runter, das funktioniert oder funktioniert nicht, aber das ist sozusagen dann an dir, die Remedy dafür zu finden, wenn das nicht geht. Und wir arbeiten mit strukturierten Daten, das heißt, wir geben dir über unser Interface geparste, strukturierte JSON Daten basierend auf diesem OpenConfig-Modell. Das heißt, du brauchst nicht selber parsen, irgendwo Juniper, ganz anders, Cisco oder Brocade oder all das Zeug, das machen wir für dich, und du kriegst einfach im gleichen Datenformat die Daten zurück. Vielleicht da noch, da machen wir noch so Dinge wie Dry Run Manager, das kannst du irgendwie vorher ausprobieren und siehst die Konfiguration. Dann haben wir auch noch geschrieben, so ein CLI-Interface. Das gibt es auch nicht im Open Public Open Daylight. Das ist ziemlich cool, glauben wir, unsere Kunden auch. Wenn man nämlich nur mit jedem, das heißt, das ist der geringste Level, mit dem man mit jeder Kiste irgendwie reden kann. Selbst wenn die NetConf supportet oder irgendwelche GNMI-Protokolle, können wir mit denen noch reden. Über High Availability habe ich schon gesprochen. Zeige ich euch vielleicht eine kurze Demo, um das ein bisschen zu illustrieren. Okay, so, wir haben da ein Netzwerk. Es sind ein paar Kisteln, die alle sind jetzt laufen bei mir, da auf einer VM,
sind zwei iOS-Kisteln, ein iOS XR-Teil und mit einer einfachen Topologie verbunden. Da habe ich die Kisteln sozusagen zur Verfügung. Wenn ich mir die Konfiguration anschaue von dem XR, das sind keine VRFs oder keine Layer 3 VPNs drauf. Interface 4 ist da auch ein Shutdown und BGP ist nur die globale Konfiguration von BGP da. Da es für euch wie Mambo Jumbo klingt, dann kann ich gerne kann noch irgendwie ein anderes Beispiel nennen, wenn ich das trotzdem interessiert. Da habe ich ein paar Fenster. Im oberen Fenster rennt OpenDaylight. Das ist ein Bild, den haben wir gemacht der China Telekom, basierend auf dem. Die wollten unsere Funktionalität, aber nicht unsere OpenDaylight-Variante. Da haben wir ja eigene Public OpenDaylight-Flavor für sie gemacht, mit unseren Features. Und darunter, da haben wir so geschrieben, die haben wir in JavaScript geschrieben. Darf ich übrigens zu meinem Entwickler, darf ich nicht über JavaScript schreiben, weil das, sprechen, weil das verabscheuen die absolut, aber so für die einfachen Dinge ist es durchaus super. Was weiß ich, da haben wir. Da habe ich jetzt momentan zwei von diesen iOS-Kisteln habe ich da dran gemountet. Das heißt, ich habe dem Ding gesagt, da sind wir verbunden. Und der verbindet sie und liest die ganze Konfiguration von dem Kistel. Und man hat in unserem Operation Data Store haben wir jetzt genau die Konfiguration von dem iOS-Device, aber in OpenConfig übersetzt. Okay. Mal schauen und dann habe ich da auch noch dieses Node-RED. Das Nette an dem Node-RED ist, dass man relativ mit Draggy-Droppy kann man relativ schnell was Brauchbares herstellen und sogar so ein GUI herstellen. Da haben wir irgendwie die Aufgabe gehabt, dass wir irgendwie ein GUI unterstützen müssen oder halt so ein Basis-GUI. In zwei Tagen war das eigentlich fertig. Wenn man das mit einem anderen Tool macht, dauert das wahrscheinlich ein Stück länger. Was ich da mache jetzt, ist, ich habe so einen Sample-Kunden angewählt. Zum Beispiel Service Provider würde so ein Interface haben, großer Kunde, Procter Gamble, die haben irgendwo eine Site in der Slowakei oder in US oder in Österreich, müssen da irgendwie das Ding, die CPE zu ihrem Router konfigurieren. Das ist sozusagen, da spielen wir diesen Konfigurationsfall durch, dann laden wir die Router, die wir momentan haben, in ODL suchen wir uns da ein Interface aus, das frei ist, Gateway Internet 4. Dann haben wir da so ein paar Dinge eingefüllt wie IP-Adresse, Interface, Maske, Autonomous System Number. Und dann kann man da ein VPN generieren, Service-Modell von einem VPN und eine Site generieren. Eine Site ist im Endeffekt die Fiber hin zum oder Site Access ID. Die Fiber hin zum Kunden. Und dann hat man da so in so einem IETF-Datenformat, Data Structure, haben wir da dieses Service abgebildet. Naja, und dann kann man da einfach wenn man da Commit klickt, dann geht's nicht. Deshalb, wenn wir da nochmal machen, exec unit.config, Synchro Network, das ist das Coole an Live-Demos. Was ich jetzt mache, ich gehe zu dem Device und ziehe die Konfiguration raus von dem Device und jetzt synchronisiere mein Operational Data Store in ODL mit dem Ding. Im zweiten Schritt mache ich Kopie aus dem Operational Data Store in mein Config Data Store. Es ist so ähnlich wie Git. Wenn Sie Git verwendet, das ist eine ähnliche Logik, man hat Snapshots, man hat Commits, man hat Diffs. Und im Endeffekt ist es die gleiche Logik, nur mit einem Netzwerk. Und ja, und so kann man halt und da jetzt funktioniert das. Jetzt seht ihr da die ganzen, jedes Kistel hat eine eigene Sequenz, die es braucht, um diese Schritte rein zu konfigurieren. Und wir haben das halt in mühseliger Arbeit für alle anderen gemacht. Das kannst du mit einem relativ hohen Abstraktionslevel von dieser, wie du das Service-Modell, mit einer Service-Modell-Beschreibung drückst auf Knopferl und unser Ding verwandelt es um in eine Reihe von Konfigurations-Commands in verschiedene Boxen. In dem Fall ist das netconf
Und wenn wir da jetzt reingehen in dieses Device, da hat es eh schon was getan, Show Run, dann sieht man da jetzt, gibt es da einen Konfigurationsteil da vorne, aber das ist der Teil, wo das Layer 3 VPN definiert wird. Dann gibt es da noch einen Teil, wo das Interface konfiguriert wird, mit der IP-Adresse, die wir vorher eingeben haben in dem kleinen GUI. Und dann gibt es da noch den Teil, wo im BGP das VRF konfiguriert wird. Netzwerkaffin seid, dann würde ich das wahrscheinlich große Verlockungen hervorlocken, wenn ich das, wenn Sie nicht so netzwerkaffin seid, wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, das ist ein riesen Vorteil, wenn man sozusagen viele Kisteln von verschiedenen Herstellern konfigurieren muss, hat man jetzt die Möglichkeit, das auf einem sehr hohen Abstraktionslevel zu machen und braucht sich quasi nicht mit den Details der Konfiguration auseinandersetzen. Okay, ich glaube, wir haben nur ein paar Minuten, 5 Minuten. Ich mache das einfach, ich öffne das einfach zu irgendwelchen Fragen oder irgendwelchen Kommentaren oder irgendeiner Gespräch, wenn ihr wollt. Betreibt jemand von euch ein Netzwerk, so ein Netzwerk in dem Bereich? Testnetz? Ja, was für ein Testnetz? Ja. Ja, super, ja. Ja. Super, genau. Ihr verwendet das Facebook, wie heißt das? Facebook Netzwerk OS, wie heißt das? Das heißt FBOSS. Ja? Okay. Facebook kenne ich ganz gut. Wir haben Facebook Switches im Office. Die haben eben FBOSS. Die meisten Switches haben ihre eigene Konfigurations-CLI. Mellanox, weiß nicht, ob die viele von diesen Herstellern lizenzieren von IP Fusion zum Beispiel. Das ist ein klasse Hersteller, dann gibt es dann Cisco, Juniper, Brocade, die schreiben ihr eigenes Zeug. Ericsson, glaube ich, hat auch IP Fusion. Und basierend auf dem CLI würden wir dann dieses CLI implementieren. Wir machen dann so eine Übersetzung von dem CLI in dieses Young-Datenformat. Das ist sozusagen der Mehrwert, den wir da bringen. Wenn das Ding schon OpenConfig spricht, dann können wir immer das noch einbauen. Dann sprechen wir halt direkt OpenConfig mit dem Ding. Aber wir haben diese ganze Transaktionsmaschinerie. Das heißt, wenn du mehrere Devices konfigurieren musst, können wir das machen. Und diese Übersetzung von einer Service-API, von einer Höher-API in das Device-API. Wir haben ziemlich viel Erfahrung mit OpenFlow oder OWSDB, aber das ist nicht irgendwas, was wir gesehen haben, was wirklich ernsthaft verwendet wird in echten Netzen. Mehr Diskussion. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Klarstellungen? Okay, dann danke ich euch vielmals. Ciao.